Hi, da bin ich nochmal mit einer weiteren Luggage Tag Box. Die habe ich jetzt in der anderen Variante gemacht. Ich zeige sie euch mal. So, zum einen kann man hier oben komplett das Band durchziehen. Das mache ich mal ab. Das geht durch die ganze Box hindurch. Hier die Banderole. Das habe ich festgemacht, damit es nicht verloren geht. Und dann gibt es den Unterschied zur anderen Variante, die ich gebastelt habe, dass man hier keinen abnehmbaren Deckel hat, sondern diesen klappbaren Deckel für die Box. Das sind deutsche Stanzen, die ich auch von Tonic Studios habe. Die gab es mal exklusiv. Bei dem Tag hatte ich erst überlegt, das auch dran zu binden, aber ich habe es dann direkt auf den Deckel geklebt. Das hat ganz gut gepasst so. Und hier nur noch so ein kleines zum Anhängen. Das reicht. Man kann ja noch irgendwas reinstopfen in die Box an Botschaften zu den Süßigkeiten oder was auch immer man reintun mag. Ja, eine weitere Variante der Luggage Tag Box. Ich hoffe, die gefällt euch. Das war's dann auch schon. Hier die Banderole. Machen wir wieder dran. Mir gefällt die Box. Ich werde sicherlich noch ein paar Varianten davon machen. Vielen Dank fürs Anschauen. Das war's. Ciao.